He said, what do you think, we are crazy? Da sagt er, denkst du, ich bin verrückt? You think we were reading the Quran? Denken Sie, wir haben den Koran gelesen? We were watching videos of what the United States was doing in Fallujah in Iraq. Wir haben einfach die Videos angeschaut, was die US in Fallujah im Irak gemacht haben. This was a protest against Blair's foreign policy. Und deswegen haben wir mit dieser Bombe gegen Blairs Außenpolitik protestiert. Now, what they did is totally wrong and unjustifiable. Es ist nicht zu entschuldigen, was sie getan haben. Es war total falsch. But we have to understand the real causes, because unless you understand the causes, you cannot solve the problem. Aber man muss die Ursachen begreifen, weswegen sie das getan haben. Sonst können wir das Problem nicht lösen. Now, all the major intelligence agencies of the United States and the European Union, die wichtigsten Geheimdienste der USA und der Europäischen Union, have said that Al-Qaeda is now a very weak force. Sagten, dass Al-Qaeda im Moment ziemlich geschwächt ist. It barely exists, many of them say. Viele sagen, Al-Qaeda gibt es fast gar nicht mehr. So what is the point of being in Afghanistan? Ja, und warum sind wir dann in Afghanistan? For the last 2 years, the United States has been negotiating privately with the Neo-Taliban. Seit 2 Jahren führen die USA schon Geheimverhandlungen mit den Neu-Taliban. I don't know whether this is published in the German press, but in the American press it's not a secret. In der deutschen Presse ist es, weiß ja nicht, ob das hier bekannt ist, aber in der amerikanischen Presse ist es bekannt. So the Taliban or the Neo-Taliban, who was supposed to be the worst, most evil force in the world, now they're in the Taliban, die angeblich die schrecklichste Kraft oder Gruppe der Erde sind, mit denen wird jetzt verhandelt. Why? Warum? Because they control 60% of the country. Weil sie 60% des Landes kontrollieren. Because they have poll tax on the roads. Because a lot of European countries pay them money for not being attacked. Sie haben Zollstationen an den Straßen errichtet und viele europäische Länder bezahlen Geld dafür, dass sie eben nicht angegriffen werden. It's better to do that than kill, actually, in my opinion. Das ist noch besser, solche Zollstationen zu haben, als zu töten. So everyone who has been to Afghanistan and that region knows what the real situation is. This is not a war that NATO can win. Also alle, die dort waren in der Region, kennen die wahre Situation und sie wissen, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann. They know it. So why are they there? Sie wissen das und warum sind sie trotzdem dort? If you read the magazine, the house journal of NATO called NATO Review. Wenn man die NATO-Zeitung liest, die Hauspostille der NATO, NATO Review genannt. Or if you listen to what the last NATO Secretary General said at a meeting in Washington. Oder wenn man hört, was der letzte NATO-Generalsekretär in Washington sagte. This was a Dutch guy, a very wooden-headed Dutch guy called Joop Scheffer. He has a wooden head. Ein Holländer namens Joop Scheffer, der einen Art Holzkopf hat. And he was at a meeting of the top American think tank, the Brookings Institution. Er war bei einem Treffen des Brookings Instituts, eines der größten think tanks in Amerika, in Washington. And many Americans were there. Und viele Amerikaner befanden sich dort. Most of them senior people within the government. Die meisten waren schon lange an der Regierung. And most of the citizens who supported the government. Und viele Bürger waren, und sie waren auch Bürger, die die Regierung unterstützt haben. And one questioner said to him, you are the Secretary General of NATO. Und ich fragte ihn, Sie sind der Generalsekretär der NATO. Please explain to us, what are we doing in Afghanistan? Können Sie mir erklären, was wir in Afghanistan zu suchen haben? And he was very blunt. Und er war ganz offen. He said, we are in Afghanistan for reasons that have nothing to do with Afghanistan. Wir sind aus Gründen in Afghanistan, sagte er, die nichts mit Afghanistan zu tun haben. But he said, you must understand
that the economic center of the world is shifting eastwards. Sie müssen verstehen, sagte er, dass das wirtschaftliche Zentrum der Welt nach Osten, sich nach Osten bewegt. And he said in 25 to 30 years time China could be the economic center of the world. In 25 bis 30 Jahren wird China das wirtschaftliche Zentrum der Welt sein, könnte sein. We are in Afghanistan, which borders China. Und wir befinden uns jetzt schon in Afghanistan und es hat eine Grenze mit China. So how can we give up the thought of having permanent military bases in Afghanistan? Und wie könnten wir den Gedanken aufgeben, dass wir dort dauerhafte Militärbasen installiert haben? And if you look at the journal of NATO, NATO Review, und wenn man sich den NATO Review anschaut oder durchliest, there are many people who argue exactly in the same way. Gibt es sehr viele Menschen, die dort in derselben Weise argumentieren. Meanwhile, the poor sleepwalking citizens of Europe, und während die europäischen Bürger und Bürgerinnen schlafwandeln, think we are in Afghanistan to do some good. Und denken, wir sind in Afghanistan, um Gutes zu tun. Well, you have been there for 9 years. Ja, die Europäer waren dort für 9 Jahre. There is a large slum outside Kabul, which has over 1 million people in it now. A slum. Es gibt ein riesiges Slumgebiet außerhalb von Kabul, wo jetzt mittlerweile über 1 Million Menschen leben. It costs approximately $5,000 to build a small house to house an Afghan family of 5 or 6. Just $5,000. Es kostet etwa $5,000, um ein kleines Haus zu bauen, in dem 5 bis 6 afghanische Menschen leben könnten. Eine Familie. If NATO had wanted over 9 years, wenn das die letzten 9 Jahre gewünscht gewesen wäre, and given that billions of dollars are spent on Afghanistan each year, they could have housed every family. Hätte man Anbetracht der Billionen, die in Afghanistan ausgegeben wurden, hätte man jeder Familie in Afghanistan ein Haus beschaffen können. But they didn't. Aber es wurde nicht gemacht. Hamid Karzai, the president of Afghanistan, his brother is well known as the richest man in the country now. Der Präsident Hamid Karzai, sein Bruder, ist der, es ist überall bekannt, dass er der reichste Mann von Afghanistan ist mittlerweile. How is he so rich? Wie konnte der so reich werden? Opium. Durch Opium vielleicht? Gun running. Ja. Gewehre verkauft, Waffenhandel. The arms industry. Durch die Waffenindustrie. He's got rich. Und so ist er reich geworden. And many of Karzai's opponents say it's not fair. Und viele der Gegner von Karzai sagen, das ist nicht gerecht. We should all get rich together. Why just one family? Wollen auch reich werden. Nicht nur eine Familie soll reich werden. And that is the reason for the current dispute about the election. Und das ist die Ursache, die hinter der aktuellen Diskussion um die Wahl steckt. It is a disaster story. Das ist eine Katastrophengeschichte. And the war is now spreading into Pakistan. Und der Krieg bewegt sich gerade in nach Afghanistan hinein. Now, nach Pakistan, sorry. And Afghanistan is a country of 24 million people. Und in Afghanistan leben 24 Millionen Menschen. And even here, in order to control the country, you will need at least a quarter of a million NATO troops. A quarter of a million. Also um hier die Menschen zu kontrollieren in Afghanistan, braucht man mindestens 250.000 Soldaten, Einsatzkräfte. And you will have to kill a million and a half people, like in Iraq. Und man müsste wie im Irak 1 Million oder 1,5 Millionen Menschen töten. Will you be able to sleep at night? Und könnt ihr dann noch ruhig schlafen?